Moin, moin und herzlich willkommen zurück zu Angezockt. Diesmal mit einem Titel, an dem gibt es im Moment im Sci-Fi-Spielebereich eigentlich kein Vorbeikommen, nämlich Stellaris. Stellaris ist ein klassisches 4X-Game, also ein großes Strategiespiel, wo die Geschicke eines gesamten Volkes lenkt in einer Galaxie voll anderer böser und netter Gegner oder eben auch Nicht-Gegner. Und ist am, jetzt lasst mich nicht lügen, 9. Mai veröffentlicht worden. Ihr werdet sicherlich bei YouTube auch schon das ein oder andere Video dazu gesehen haben, weil viele YouTubers momentan spielen und es ist wirklich ein sehr gutes Spiel geworden. Ich habe es mir auch gekauft, habe es auch in den letzten Tagen schon sehr viel gespielt und möchte es euch jetzt bei Angezockt einfach auch mal vorstellen. Und zwar fangen wir wirklich beim Urschleim an. Wir wollen mal ein neues Spiel aufmachen. Da habt ihr in Stellaris einige vorgefertigte Rassen. Das sind die ohne diese lustigen Phönixe hier. Also ihr habt vorgefertigt eben die Menschen, also Vereinigte Nationen der Erde, Staatenbund der Menschen, verschiedene Außerirdische und so weiter und so fort. Und ihr könnt auch jederzeit sagen, ihr wollt zufällig was zusammengewürfelt haben oder euch eine neue Rasse erstellen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal durch das neue Rasse erstellen durch, damit wir uns einfach was bauen können jetzt für das Tutorial und ihr auch mal seht, was es eben für Faktoren zu bedenken gibt bei der ganzen Sache. Also, wir erstellen uns ein neues Reich. Und dann kommt ihr hier in eine ziemlich umfangreichen Dialog, wo ein paar Sachen auch schon vorgesetzt sind. Ich fange mal ganz oben an beim Phänotyp. Ihr könnt euch als erstes entscheiden, wie wollt ihr denn eigentlich so als Rasse aussehen? Da gibt es große Oberkategorien und darunter dann verschiedene Rassen, also zum Beispiel Säugetiere mit eben den Menschen und vielen befällten Freunden oder auch, das ist glaube ich so ein bisschen Fledermausartig, also da gibt es echt auch abartige Varianten. Und es gibt Reptilienwesen. Das geht dann eher so in die Richtung eben, ja, Reptilien, wie der Name schon sagt. Also für alle von euch, die lieber eher so Schuppen haben, ist die Reptilienkategorie, glaube ich, eine ganz witzige. Dann gibt es die Vogelkategorie. Hier sind die Aliens halt mit Federn bestückt und sehen eher aus wie so etwas überdimensionierte Hühner, um es mal etwas überspitzt zu sagen. Gibt natürlich auch so ein bisschen die Adleroptik oder sowas eher, ich würde jetzt mal sagen, Dinosaurier-ähnliches. Insektoid, wie der Name schon sagt, sind halt eher Insektenwesen, auch wieder verschiedenste Kategorien, also eher so für die Backfreunde von euch. Hier gibt es auch so einen ganz klassischen Käfer. Molluskoid ist ja, so ein bisschen Arktentakelwesen-mäßig. Also hier wird es dann sehr fischig in der Kategorie oder schneckig oder was auch immer das darstellen soll. Auf jeden Fall dann schon ein bisschen abgedrehter. Und wenn ihr es ganz, ganz verrückt haben wollt, dann gibt es Fungoid, also quasi Pilzwesen, die sich quasi irgendwie so an Pilzkonstrukte. Hier sieht man es noch am allerbesten, Mr. Fliegenpilz. Oder in diesem Fall, wenn er weiblich sagt, Mrs. Fliegenpilz. Und da könnt ihr euch was aussuchen. Ich hab keine Ahnung, wir nehmen jetzt mal für unser Tutorial, wollen wir was Insektoides nehmen? Ach komm, wir nehmen Space Huhn. Wir nehmen aber nicht ein albernes Space Huhn, sondern wir nehmen so ein Adler. Das ist doch gar nicht so hässlich, oder? Wir nehmen uns so ein Adlerwesen. So, fertig. Dann gibt es Namen. Ihr könnt die jetzt beliebig selber benennen, aber man kann natürlich auch einfach hier auf Zufallsname drücken und wir haben jetzt die Sibulaner bekommen oder Sibulan als Name und dann die Sibulans als Plural und Sibulanisch als Adjektiv. Das ist okay, ich drücke jetzt einfach mal weiter. Wie gesagt, ihr könnt euch da einstellen, was ihr wollt. Dann gibt es Namenspräfixe. Und zwar, wie das später mal immer so automatisch benannt wird. Ihr könnt später alles umbenennen. Ihr könnt die Anführer umbenennen, die Schiffe, die Planeten. Ihr könnt alles selber komplett gestalten. Ihr könnt jetzt aber auch sagen, wir wollen das vorgegeben haben und wir nehmen mal Vogel 2. Dann bekommen wir halt hier so ein bisschen mal Beispiele. Oder Vogel 1. Hm. Skywing. Oh, Skywing klingt gut. So, sehr schön. Also, wir bekommen dann so Flotten und Planeten und sowas vorbenannt eben nach diesem Namensmuster. Und ist, glaube ich, auch erstmal okay. Gut, Eigenschaften. Jetzt beginnt es interessant zu werden. Wir haben am Anfang 2 Eigenschaftspunkte und 4 Eigenschaften, die wir wählen können. Und die können wir aus verschiedensten Kategorien nehmen. Und es gibt positive Eigenschaften, also die bringen uns was. Ja, das steht,
die wollte ich jetzt nicht gleich auswählen. Also agrarisch, wenn ihr drüber geht, diese Spezies hat eine enge Verbundenheit zum Land entwickelt und erfahrene Bauern und Gärtner hervorgebracht. Das gibt uns plus 15% auf Nahrungsproduktion, kostet uns halt 2 Punkte, das heißt, die wären dann sofort weg, aber wir könnten noch 3 Eigenschaften wählen. So. Und es gibt eben auch noch negative Eigenschaften, sonst gäbe es ja nicht 4 Punkte, mit denen wir uns Punkte ergattern können, um noch weitere positive Eigenschaften zu nehmen. Also wir können jetzt zum Beispiel sagen, wir haben eine geringe Fortpflanzungsrate, das heißt, unser Bevölkerungswachstum ist um 15% gesenkt. Dadurch bekommen wir aber 3 Punkte frei. Und jetzt können wir dafür dann zum Beispiel im Gegenzug sagen, wir sind sehr intelligent. Das gibt uns halt auf alle Produktion wäre das von Forschung Bonus obendrauf. Oder wir können sagen, wir sind sehr fleißig, das gibt uns Bonus auf die Mineralienproduktion. Und so weiter und so fort. Das heißt, hier könnt ihr euch komplett zusammenstellen, wie ihr eure Rasse gerne haben möchtet. Ich würde sagen, wir können uns zwar gering fortpflanzen, sind aber sehr anpassungsfähig. Das heißt, wir können Planeten leichter besiedeln. Und ja, wir sind schnelle Lerner. Unsere Anführer lernen sehr viel schneller neue Fähigkeiten. Oh nein, guck mal, das ist natürlich auch nomadisch. Das ist doch auch nicht schlecht, oder? Migrationszauber, obwohl. Es gibt so viele gute Sachen, ne? Ach komm, wir bleiben bei dem, was wir gemacht haben. Wir sind anpassungsfähig. Was? Anpassungsfähig? Nee, anpassungsfähig hatten wir schon. Was haben wir gerade drin? Hier, Dingsbums. Schnelle Lerner. So. Zack. Also, so setzt sich das bei uns jetzt zusammen. Und dann können wir noch ein bisschen rumtüdeln. Also, ich nehme jetzt mal männlichen Falken und unser Name ist Wings of Black, Plume of Purple, Wings of Maroon, Glass of Burgundy. Jawohl, das nehmen wir einfach mal. Ihr könnt dann hier noch ein bisschen rumspielen mit den Farbvarianten, ob wir dann eher so ein bunter Vogel sind oder eben nicht, im wahrsten Sinne des Wortes, und natürlich auch mit der Kleidung. Ach, blau ist schön. Blau ist sehr schön. So, dann geht's weiter in die Kategorie Heimatwelt. Jetzt können wir uns überlegen, wie heißt unsere Heimatwelt. Ich bin ja heute mal ein bisschen faul. Ich drücke einfach mal auf links und wir können entweder zufällig starten oder wir starten im Sol-System. Also, das sieht aus wie das Sonnensystem der Erde, einschließlich benachbarter Systeme. Oder Deneb, Staatenbund der Menschen, das ist auch schon vorgefertigt. Oder wir sagen halt zufällig. Standard ist meistens zufällig. Und ich würde sagen, wir machen das auch einfach zufällig. So, und dann gibt es verschiedene Welten. Das hat folgende Bewandtnis. Ihr könnt am Anfang, wenn ihr die Forschung noch nicht gemacht habt, immer nur eine bestimmte Kategorie von Welten besiedeln. Voreingestellt ist so eine kontinentale Welt, also quasi wie die Erde. Es gibt aber auch noch Ozeanwelten, arktische Welten, Tundrawelten, aride Welten, Wüstenwelten und tropische Welten. Ich glaube, die Namen sind alle relativ selbsterklärend, das steht aber auch noch immer da. Es ist letzten Endes so ein bisschen, naja, in Anführungsstrichen egal. Es gibt von allem immer irgendwie was, hier und da. Manchmal hat man Glück und es ist direkt was neben einem, manchmal hat man Pech und man muss ein bisschen suchen. Ich würde sagen, da wir so aus der Vogelkategorie kommen, nehmen wir uns mal eine tropische Welt. Das finde ich irgendwie ganz anspruchsvoll. Wir sind halt tropische Vögel. So. Und dann könnt ihr noch den Architekturstil festlegen. Wir gehen einfach mal mit dem Vogelstil, damit das konsistent bleibt. Aber ihr müsst jetzt nicht, weil ihr Vögel seid, den Vogelstil nehmen. Wir können jetzt auch sagen, unsere Vögel bauen im Pilzstil ihre Städte oder sowas. Das ist komplett euch überlassen. Ist nicht so richtig spielentscheidend, muss man der Fairness halber dazu sagen. Das ist eine rein optische Sache. Das ist schon wieder ein bisschen ganz anders. Ihr könnt jetzt eure Ethikgrundsätze festlegen und euren Regierungsstil, der dadurch bedingt wird, was ihr eben euch entscheidet im Regierungs- und Ethikskategorie. Freischalten. Das heißt, ihr könnt euch zum Beispiel entscheiden, wollt ihr spiritualistisch sein, also eher so an Götter glauben, oder wollt ihr materialistisch sein, also eher so an die Forschung, Industrie, Wissenschaft und sowas glauben. Ihr könnt euch entscheiden, wollt ihr eher militaristisch sein oder eher pazifistisch. Und wie ihr seht, hat es immer gewisse Modifikatoren, die ihr euch überlegen müsst. Ihr könnt xenophob sein oder xenophil, also Angst vor Außerirdischen haben oder Außerirdische total toll finden. Fremde, individualistisch oder eher kollektiv. So, und das gibt es in manchen Ausprägungen auch immer noch in der fanatisch Variante, dann ist einfach die Ausprägung noch viel, viel stärker. Also kollektivistisch heißt Toleranz gegen Sklaverei plus 50%, fanatisch-kollektivistisch heißt plus 100%, yay, geil, Sklaverei. So, ich würde sagen, wir sind Adler, also als Adler sind wir auf jeden Fall ziemlich militaristisch.
Das heißt, wir haben erhöhte Einflusskosten, wenn wir ein Bündnis gründen wollen, bekommen aber mehr Einfluss aus Rivalität mit anderen. Unsere Armeen machen 10% mehr Schaden und unsere Bewohner sind 5% zufriedener, wenn Krieg herrscht, weil sie es einfach gut finden. Da bin ich auf jeden Fall mit dabei. Wir sind eher so Einzelgänger, oder? Adler sind eher individualistisch. So, und ihr seht schon, hier drüben ändern sich immer die Farben, was man dann machen kann und was nicht. Ja. Und von den Punkten her, im grünen Kreis was wählen, kostet uns immer einen Ethikpunkt. Hier draußen was wählen, kostet uns zwei Ethikpunkte. So, ich bleibe aber mal hier drin. Und ich würde sagen, wir sind eher so forschungsgläubig, oder? Xenophob, xenophil. Hassen wir Aliens? Mögen wir Aliens? Ah, das lassen wir einfach mal neutral. Ich würde sagen, wir sind materialistisch. Wir glauben nicht an die Götter oder sowas, sondern wir glauben an harte Fakten, Wissenschaft und das große Geld, was wir verdienen. So, und jetzt stehen uns alle Regierungsstile, die farblich gekennzeichnet sind, stehen uns zur Verfügung. Und die haben auch nochmal verschiedene Auswirkungen. Wir können zum Beispiel eine Militärrepublik auswählen, ausrufen. Das hat alle 5 Jahre eine Wahl. Und die Unterhaltskosten für unsere Armeen und Schiffe sind gesenkt. Und die Zufriedenheit im Krieg wird nochmal um 5% gesteigert. Wir können eine Militärjunta abhandeln. Das ist quasi die etwas weniger freie Variante. Alle 40 bis 50 Jahre wird eine Wahl abgehalten. Baukosten für Schiffe minus 10% und Verbesserungskosten für Schiffe auch minus 25%, wenn wir die später upgraden. Wir können eine direkte Demokratie machen. Das heißt, wir können zwei Planeten mehr kontrollieren. Das gibt uns einfach, weil das System halt sehr gestreamlined ist. Wir können ein Wissenschaftsdirektorat machen. Das heißt, alle 40 bis 50 Jahre werden neue Herrscher aus der Wissenschaftskategorie gewählt und wir haben dann halt eine Forschungsalternative mehr. Wie das funktioniert, erkläre ich euch gleich noch. Und das Anführerlimit steigt um 1. Wir können eine indirekte Demokratie machen. Das gibt uns eine Fähigkeitsstufe mehr bei den Anführern und Rekrutierungskosten gesenkt. Und eine plutokratische Oligarchie, die alle 40 bis 50 Jahre wiederum neu wählt und halt unsere Produktion erhöht. Ich tendiere zwischen Militärrepublik und Wissenschaftsdirektorat, aber ich glaube, wir kehren einfach mal das Militärische ein bisschen raus. Ah, ich finde das mit der Forschung halt auch echt gut, ne? Ein Anführer mehr und eine Forschungsalternative mehr. Und das ist nur alle 40 bis 50 Jahre eine Wahl. Wir nehmen mal alle 40 bis 50 Jahre eine Wahl. Also wir hätten jetzt natürlich auch die Militärjunta, aber die Bonis finde ich nicht so toll. Wir machen ein Wissenschaftsdirektorat. Okay? Gut, das geht übrigens nur, weil wir eben materialistisch sind. So, also das ist die Voraussetzung dafür, das steht ja auch nochmal bei. Wissenschaftskommunikation auf maximale Effizienz überwacht, genau. So, da bleiben wir jetzt einfach mal bei. Name. So, zack. League of, finde ich nicht so gut. Sibulan State, jawohl. Sibulanisch. Okay. Ja, bleiben wir einfach bei Sibulan State. So, jetzt können wir unsere Flagge bauen. Ihr habt verschiedene Grundformen. Also hier gibt es immer so aus den Kategorien hier was zu holen. Zack. Ich glaube, ich nehme das da schon mal. Und dann könnt ihr hier drüben noch. Also es ist immer golden. Da habt ihr gar nicht so viel Wahl. Also gibt es hier noch, ne? Verziert und Pirat. Spitze Sachen. Runde Sachen. Zoologische Sachen. Also irgendwas. Feder oder so. Aber wir nehmen. War das jetzt aus Mensch? Ja. Wir nehmen hier den guten alten imperialen Adler. Erinnert mich sehr an hier Warhammer 40k mit diesem eckigen Adler. Das nehmen wir jetzt einfach mal rein. Und jetzt können wir noch die Primär- und die Sekundärfarbe und so eine Form bestimmen. Ich finde eigentlich dieses hier finde ich gar nicht schlecht. Und ich finde eigentlich auch die Farbwahl passt ganz gut zu so einem kriegerischen Volk. Ich lasse es einfach mal so. So, jetzt können wir uns noch überlegen, wie wir an die Startbewaffnung rangehen. Das ist wirklich nur für den Start. Wir haben dann entweder Projektilwaffen, Energiewaffen oder eben Raketenwaffen zur Kategorie. Es steht auch immer mit dabei. Also die Projektilwaffen haben zwar eine kurze Reichweite, dafür machen sie aber relativ viel Schaden, können mit Leichtigkeit Schilde durchdringen. Energiewaffen sind, glaube ich, von der Reichweite her nicht ganz so doll. Dafür schlagen sie Panzerung gut. Raketenwaffen sind generell relativ stark, können aber mit Punktverteidigung abgefangen werden. Pff, ich habe keine Ahnung. Wir bleiben jetzt einfach mal bei Raketenwaffen, weil sind ja Vögel. Keine Ahnung, warum Vögel jetzt Raketen haben, aber
ich lege das einfach mal so fest. Dann gibt es drei Antriebskategorien. Die könnt ihr mit Forschung nicht ändern. Das heißt, ihr legt euch für das Spiel fest, wie ihr arbeiten wollt. Warp-Antrieb heißt, ihr könnt einfach von A nach B warpen über bestimmte Entfernungen, ohne Vorgaben. Das ist relativ frei und einfach. Dafür ist es auch die langsamste Reisemethode, wird aber auch für neue Spieler empfohlen. Dann gibt es den Hyperraumantrieb, der ist ein bisschen schneller und ihr bewegt euch aber auf vorgegebenen Hyperraum-Lanes. Das heißt, es gibt eine Verbindung zwischen zwei Systemen und ihr könnt nur über diese Verbindung auch wirklich reisen. Also ihr habt nicht die Möglichkeit, euch frei zu bewegen, sondern immer nur über Hyperraum-Lanes. Und dann gibt es noch den Wurmloch-Antrieb, der lässt euch komplette Freiheit, ist auch das schnellste, aber ihr müsst halt so Wurmloch-Generator-Stationen aufbauen und ist deshalb eher für erfahrene Spieler empfohlen, weil es halt zusätzliche Ressourcen auch bindet und euch sehr unflexibel macht, wenn ihr keine Stationen bauen könnt. Wir gehen jetzt einfach mit dem Warp-Antrieb, wir lassen es uns schön einfach für den Anfang und zu guter Letzt gibt es dann noch ein Schiffsdesign und ich würde sagen, wir gehen hier einfach mal konsistent mit dem Vogelstil. Und ihr merkt schon, wir sind jetzt eine Viertelstunde in das Angezockt rein und wir haben gerade mal quasi unsere Rasse zusammengestellt. Also, da kann man viel Zeit rein investieren und das war jetzt schon eine sehr schnelle Entscheidungsbasis. Also ich habe auch schon mal da gesessen und ein bisschen länger getüftelt. Aber ihr habt hier volle Gestaltungsfreiheit. Finde ich sehr schön, ist ein sehr schöner Spieleröffner. Jetzt kriegen wir nochmal eine Zusammenfassung, wie unsere Rasse quasi aussehen würde. Ich würde sagen, wir speichern die auch gleich mal und sagen, wir sind fertig damit. Und dann geht unser Spiel los. Wir haben gewisse Voreinstellungen. Ihr könnt das hier auch alles umstellen. Also es geht von 150 bis 1000 Sterne. Wir bleiben jetzt einfach bei mittelgroß. Es gibt elliptische Galaxien, die sind quasi wie ein Kreis, also eine Scheibe letzten Endes. Es gibt Spiralarm-Galaxien mit zwei Armen und mit vier Armen und es gibt einen Ring. Ich denke, namentlich sind die alle sehr selbsterklärend. Wir bleiben jetzt bei der Ellipse. Ich lasse auch hier alles so voreingestellt, das heißt, wir haben jetzt 17 Computerreiche und 4 davon haben Startvorteile, das heißt, die haben schon bessere Technologie, die sind schon fortgeschrittener. Wenn wir auf die treffen, wird es natürlich auch unangenehm, wenn sie nicht so gut mit uns können. Wenn sie gut mit uns können, wird es wiederum sehr gut für uns. Schwierigkeit kann man noch variieren, ich lasse es auch auf normal. Wir können einschränken, welche Überlichtreisemethoden erlaubt sind. Standardmäßig ist es beliebig. Und jetzt ein wichtiger Punkt. Es gibt einen Ironman-Mode. Wenn ihr Steam-Achievements, also der Ironman-Mode ist ganz klassisch, fangen wir mal so rum an. Ihr könnt mit einem Non-Ironman-Mode könnt ihr jederzeit speichern und dahin auch wieder zurückspringen. Beim Ironman-Mode habt ihr quasi so einen Rolling-Save, der immer wieder geupdatet wird, aber ihr habt nur den einen Save. Das heißt, wenn ihr irgendwie mal vor 5 Jahren einen Fehler gemacht habt, könnt ihr den nicht wieder korrigieren. Wichtiger Punkt hier, ihr könnt nur Steam-Achievements für das Spiel bekommen, wenn ihr im Ironman-Modus spielt. Das heißt, was wir auf jeden Fall mal anschalten, ist der Ironman-Modus, weil ich will auf jeden Fall diese Herausforderung des Ironman-Modus haben. Ich habe eh keinen Bock zurück zu konvertieren auf das alte Spiel und ich will gegebenenfalls meine Steam-Achievements bekommen. So, und dann starten wir das Ganze und es wird unsere Karte generiert. Das geht relativ fix dafür, dass das Spiel doch recht umfangreich ist und wir bekommen eine erste Übersicht mit einem kleinen Willkommenstext, in dem wir begrüßt werden, dass wir eben soweit sind, dass wir uns von Nationalstaaten gelöst haben und jetzt für uns das interstellare Zeitalter beginnt, in dem wir beginnen, zu den Sternen zu reisen und uns auszubreiten. Wir sind auch am Anfang erstmal im Pausemodus drin, das heißt, es passiert nichts Schlimmes und wir können dann loslegen. Jetzt ploppt normalerweise hier so ein Beraterfuzzi auf, der euch anbietet, auf welcher Stufe er euch beraten soll. Heißer Tipp, wenn ihr das erste Mal spielt, nehmt die höchste Beratungsstufe. Ich habe ihn jetzt ausgestellt zugunsten einer sauberen Videoaufnahme, dass der mir nicht dauernd dazwischen quatscht, weil ich erkläre euch ja die Sachen. Aber ganz, ganz ehrlicher Tipp, nehmt ihn für den Anfang mit rein. Das Spiel ist sehr komplex und es hilft wirklich, wenn euch die Sachen erklärt werden und lest euch auch durch, was euch da erklärt wird, weil sonst wird das sehr schwierig. Was immer passiert, ihr landet in eurem Startsystem am Anfang, wo ihr ein relativ ähnliches Setup habt und viel, viel Interface euch erstmal anlacht. So, das Gute ist wirklich, die Zeit ist erstmal angehalten und ich erkläre euch mal ganz kurz, was das hier so für Knöpfe sind. Hier auf der Seite könnt ihr mit diesem Button auch immer an- und ausschalten, seht ihr alle eure Planeten in der Übersicht, das ist am Anfang logischerweise nur einer, eure Militärflotten und eure Zivilschiffe. Ihr habt am Anfang eine kleine Militärflotte immer mit 3 Schiffen. Also 3 kleinen Korvetten, ein Konstruktionsschiff und ein Forschungsschiff. So, dann, wenn wir hier unten mal entgegen des Uhrzeigersinns weiter rumgehen, hier haben wir euren Start quasi, wie der Zeitstatus gerade ist, also läuft oder ist angehalten, wo, in welchem System wir sind, kann man mit Klick auch umbenennen und den Knopf, um zur Galaxiekarte zu kommen. Das könnt ihr, wie es da auch steht, mit M oder E auch machen. Also hier könnt ihr draufdrücken und habt dann quasi
die Übersicht der Galaxie und wir können schon mal sehen, wo wir gelandet sind. So, hier drüben gibt es Übersicht über unsere Konstruktionsschiffe, Forschungsschiff, was wir hier im System haben. Also sind quasi dann die Schnellwahl-Buttons, um die auszuwählen. Und eben unsere Planeten. Also hier unten ist immer so ein bisschen Übersicht über das System. Und dann hier eben noch Regierungseinstellungen, eure Reichskontrolle, Kontakte mit Aliens oder eben anderen primitiven Zivilisationen, die ihr schon habt, Schiffsdesigner, um Schiffe zu bauen, Situationsprotokolle, technologische Forschung und eine Übersicht der Energie-Credits. Also das ist quasi so, könnt ihr euch wie Geld, aber gleichzeitig auch Energie vorstellen. Mineralien, das braucht ihr sehr viel zum Bauen. Eigentlich alles braucht Mineralien. Einfluss ist so ein bisschen der politische Einfluss, mit dem könnt ihr Anführer wählen, neue Anführer einkaufen, später Politik mit anderen Rassen betreiben, Botschaften errichten und so weiter und so fort. Forschungspunkte, das heißt, wir haben am Anfang 5 Forschungspunkte auf Physik, 5 auf Sozial, 5 auf Ingenieur. Irgendwelche strategischen Ressourcen, das sind Ressourcen, die man später entdecken kann, die meistens auch eine sehr starke Auswirkung haben. Die muss man aber dann erst erforschen, dass man diese Ressource auch bekommt. Und dann kann man zum Beispiel ganz starke Kraftwerke bauen oder irgendwie Antimaterie-Krimskrams. Ist aber ein späterer Spielinhalt. Das kommt immer ein bisschen drauf an. Das kann euch auch sehr früh im Spiel treffen. Wenn wir drüber stolpern, erkläre ich es euch noch im Laufe des Spiels. Dann haben wir die Anzahl Planeten. Wir haben momentan einen. Wir können 5 effizient kontrollieren. Das liegt einfach an unserer Regierungsform. Man kann das mit Forschung natürlich später erweitern. Am Anfang haben wir halt 5. Und wir haben momentan eine Flottenkapazität von 12 Einheiten. Und davon haben wir momentan 3. So, hier drüben könnt ihr das Spiel pausieren oder eben weiterlaufen lassen und auch noch die Zeit einstellen. Und ihr seht, in welchem Jahr wir sind. Jetzt, entschuldigt, jetzt haben wir oben schon so Panels. Das weist uns darauf hin, dass wir unsere Forschung mal starten müssten, weil gerade nichts läuft. Ich fange jetzt mal eins nach dem anderen an. Wir fangen mit der Physikforschung an. Wie funktioniert das Forschungsprinzip? Das ist eigentlich ganz cool. Es gibt hier keine klassischen Tech-Bäume, also es gibt schon gewisse Abhängigkeiten, aber es gibt keinen Tech-Baum, durch den ihr euch durchforscht, sondern es ist eher wie so ein Kartendeck, was geschaffelt wird. Normalerweise habt ihr immer 3 Karten, die euch präsentiert werden. Ich habe jetzt eine 4. Ihr erinnert euch, ich habe diesen Vorteil genommen, dass wir eben eine Karte mehr oder plus eine Forschung präsentiert oder zur Auswahl bekommen. Und das wird jedes Mal, wenn ihr euch entscheidet, wieder neu geschaffelt. Am Anfang ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ihr preiswerte Einsteigertechnologien bekommt. Aber das ist, wie gesagt, zufällig. Das kann auch jedes Mal anders sein. Und nur weil jetzt eine Karte da ist, wenn ich die nicht wähle, heißt das noch lange nicht, dass mir die beim nächsten Mal wieder präsentiert wird, weil das wird wirklich jedes Mal wieder durchgemischt, das Deck, und einfach an Wahrscheinlichkeiten entschieden, was mir gezeigt wird. Jetzt habe ich im Physikbereich hier meinen Forscher, der hat auch immer ein gewisses Lieblings- oder meistens gewisses Lieblingsprojekt. Er hat Partikelforschung, das heißt, er kann besonders gut Forschungen, die dieses Symbol haben. Haben wir jetzt natürlich grandioserweise nichts in der Richtung da. Also würde ich sagen, wir geben ihm jetzt direkt mal als allererstes das Physiklabor, damit wir uns vorwärts bewegen können in den Bereich Forschung und da noch schneller werden. Dann haben wir Sozialforschung. Gleiches Spiel wieder, auch er hat so sein Lieblingsgebiet, und zwar Militärtheorie, passt ja ganz gut zu uns. Und da sieht man auch schon, wir hätten hier gleich eine Forschung, Flottenkapazität plus 10%, ne? Und könnten damit uns deutlich schneller vorwärts forschen. Ich persönlich nehme immer ganz gerne als erstes das Kolonieschiff, weil ich habe eigentlich noch kein Spiel gehabt, wo mir das nicht präsentiert worden ist, weil diese Forschung braucht ihr, um ein Schiff zu bauen, um neue Planeten zu kolonialisieren. So. Und dann haben wir last but not least die Ingenieursforschung. Gleiches Spiel in Grün wieder. Und hier haben wir richtig Glück. Also der macht total gerne Industrieforschung. Und guck mal, wir haben 3 Industrieforschungen zur Verfügung. Und hier wäre auch quasi direkt so eine strategische Ressource mit dabei. Und zwar Betarian-Kraftwerke. Das ermöglicht uns dann auch den Abbau von Betarian. Und das sind halt Kraftwerke, die sehr viel Energiecredits produzieren und sehr effizient sind. Und ich glaube, einfach damit wir das Element strategische Ressource mal reinbekommen, nehme ich das jetzt auch mal mit rein. So, da seht ihr aber auch schon jetzt, wir haben jetzt 48 Monate, 71 Monate, 65 Monate, bis das erledigt ist. So, und bevor wir jetzt die Zeit loslaufen lassen, machen wir noch was, nämlich wir können unser Forschungsschiff nehmen. Das könnt ihr jetzt entweder hier ansteuern oder ihr könnt es hier anklicken. Forschungsschiff ist immer hier dieses lustige Atomare-Zeichen, ne? Und wenn ihr das habt, müssen wir jetzt allererstes mal unser Planetensystem erforschen. Das könnt ihr entweder Planet für Planet machen, indem ihr sagt, ja, zack, erkunden. Oder ihr könnt auch mal sagen, System erkunden.
Und dann seht ihr, setzt er sich in Kurs und erforscht jetzt alle Planeten, guckt, ob die Ressourcen haben und so weiter und so fort. Und erst wenn ihr die erforscht habt, können wir anfangen oder kann man irgendwelche Bergbaukraftwerke und so weiter draufbauen. Dann haben wir noch unseren Planeten, den können wir uns hier angucken. Da gibt es immer so eine gewisse Übersicht, wer der Gouverneur ist, was der für Bonis euch eben bringt, wie viel Essen die Jungs gerade haben, was sie so produzieren insgesamt. Also hier ist auch nochmal eine Übersicht, Ressourcenleistungen, was die Felder bringen. Wie viele Leute da drauf passen. Wir haben G7 gerade, wir können später auch Terraforming machen, haben wir jetzt natürlich nicht erforscht. Wir können erlassen, hahaha. Das kostet uns Einfluss, also da kann man Leute umerziehen, um eben die Ethikabweichung einzugrenzen, dass sie nicht irgendwelche Rebellengruppen bilden. Unbegrenzte Möglichkeiten, erhöht die Migrationsattraktivität für andere Rassen, Infrastrukturprojekte, senkt die Baukosten und das kostet uns halt einfach 150 Einflusspunkte, die wir im Moment schlicht und ergreifend gar nicht haben und so weiter und so fort. Auf der Oberfläche wird gebaut, hier haben wir quasi immer so, das ist ein Bewohner und das ist ein Gebäude. So, das sind geblockte Sachen, da müssen wir erst die Sachen wegräumen lassen, damit wir da bauen können. Und die Felder haben halt gewisse Werte. Zum Beispiel, wenn wir das Feld jetzt hier freiräumen lassen würde, hätte das eine Produktion von einer Nahrungseinheit. Das heißt, es wäre prädestiniert dafür, da irgendwie eine Hydrokulturfarm drauf zu bauen, damit wir eben Essen produzieren können. Hier ist unser zentraler Außenposten. Der hat eine gewisse Grundproduktion und boostet halt die umliegenden Felder. Das ist dieses Pluszeichen. Ja, und wir haben hier ein Feld, wo schon mal einer drauf sitzt. Das heißt, wir können hier einfach mal direkt anfangen und sagen, bauen und Hydrokulturfarm. Das kostet uns jetzt 60 von unseren Energiecredits und eine gewisse Zeit einfach, also 200 Tage sind das, glaube ich, bis das abgeschlossen ist und dann bauen die schon mal los und sitzen nicht unnötig rum. Wir können auch Armeen rekrutieren, brauchen wir jetzt am Anfang erstmal nicht. Wir haben eine gewisse Verteidigungsarmee, die ist hier schon drin. Angreifen brauchen wir noch keinen, wir sehen ja noch nicht mal jemanden. Und auf dem Raumhafen haben wir basismäßig ein Raketenverteidigungsmodul jetzt drauf, weil wir Raketen gewählt haben und hätten noch Modulslots, können aber im Moment nichts machen. Weitere Modulslots können wir später freischalten mit Erweiterung des Raumhafens. So, und ihr seht, wir sind jetzt bei 26, 27 Minuten Videozeit angekommen, als ich das erste Mal die Zeit loslaufen lasse und das Spiel überhaupt beginnt. Jetzt kommt der wichtige Part. Ja, es wird auch eine zweite Angezockt-Folge bekommen, aber da Stellaris sehr komplex ist und ich diese Woche eh im Urlaub bin, produziere ich jetzt ein bisschen was vor und das wird jetzt bis zum nächsten Angezockt, das dann eher so ein bisschen das Midgame hoffentlich covert oder wir zumindest schon ein bisschen was geschafft haben, wird es jeden Tag eine 20-minütige Folge von Stellaris geben, die so ein bisschen den Erklärungscharakter mit dabei hat immer noch, weil hier gibt es halt jetzt sehr viele sehr komplexe Sachen, die ich euch schlicht und ergreifend noch gar nicht erklären kann, weil wir sie noch nicht gemacht haben. Und für alle von euch, die da ein bisschen tiefer einsteigen wollen, Stellaris, zusätzlich zu den normalen Folgen, die halt immer so rauskommen, also es wird auch ein Modding-Mittwoch geben, es wird auch ein Hardcore-Köbel am Freitag geben, aber es wird jeden Tag zusätzlich bis zum nächsten Montag eine Folge Stellaris rauskommen und nächsten Montag gibt es dann nochmal eine halbstündige Angezockt-Folge, wo wir im Midgame uns wahrscheinlich so ein bisschen mit dem Thema Politik beschäftigen werden. Wie gesagt, wir müssen jetzt mal gucken, wie das Spiel läuft und wie weit wir tatsächlich kommen. Okay, in diesem Sinne würde ich sagen, wir lassen unser Forschungsschiff jetzt einfach mal unseren ersten Sektor erkunden und in der nächsten Folge werden wir uns dann damit beschäftigen, dass wir beginnen, hier unsere ersten Expansionsbestrebungen in unserem internen System zu machen und dann auch beginnen, unsere Nachbarsysteme zu erforschen und hoffentlich zu besiedeln. So, und hier seht ihr jetzt schon die erste Ressource und wie genau wir damit umgehen, das seht ihr morgen in der nächsten Folge. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.